Skigebietsverbindung von Lech Zürs, Oberlech nach Bad Schröcken rüber ist natürlich ein Meilenstein in unserer Geschichte. Die Vision für diese Verbinderbahn hatte Alfons Strolz von Schröcken, und zwar schon vor 1972. Damals stand das Projekt in Form von einem Schlepplift und einem Sessellift bereits in der Zeitung. Es gibt Handskizzen von Liftanlagen, die geplant sind über das Auenfeld, wie der Saloba angeschlossen werden kann, die aus dem Jahre 1971/72 sind, also kurz vor dem Tod des Firmengründers hatte er schon seine Visionen. So freut es mich ganz besonders, dass wir jetzt endlich diese Lücke, die im gesamten Gebiet war, schließen können. Gerade wenn man bedenkt, wie lange der Prozess gedauert hat, 40 Jahre. Und mittlerweile, glaube ich, hat man immer langer Prozess, das gut vorbereitet. Das ist, kann ich sagen, aus meiner Sicht nur ein Traum. Die Entwicklung, also unvorstellbar für uns ohne Lechwart, muss ich ganz sagen. Auch damals schon für uns als Skiführer, das ist einfach das Gebiet, wo wir schon geschätzt haben. Die Skigebietsverbindung wird für die Gäste sicherlich eine erhebliche Qualitäts- und Komfortverbesserung mit sich bringen. Wenn ich mir ein Ranking anschaue, wo sind die größten Skigebiete, dass wir da doch massiv nach vorne rücken werden. Wir gewinnen viele Nothänge, gerade Hochwinter, Spätwinter, ist es eine massive Qualitätsverbesserung. Wenn die Verbindung realisiert ist, und das ist sie jetzt, dann können wir mit dem Arlberg Skipass von St. Anton bis Schröcken, das heißt vom Rendl bis zum Körbersee, Skifahren, alle Zwischenstationen rückwärts, Wart, Lech, Zürs, Rautz, Stuben, St. Christoph, eben wieder bis St. Anton mit einem Skipass. Der Skifahrer hat hinkünftig die Möglichkeit, wenn ich jetzt von Seiten Wart Schröcken das betrachte, auch den Weißen Ring hier in Lech, der sehr bekannt ist, zu nutzen. Andererseits haben die Gäste von Lech und Zürs natürlich auch die Möglichkeit, die Abfahrt von über den Körbersee nach Schröcken oder über das Warterhorn Richtung Wart bis ins Dorf hinunter zur Steffisalbbahn zu fahren. Der Besitz des Auenfeld Jet ist in alle Gebiete aufgeteilt, die an diesem schönen Projekt profitieren sollen. Das ist einerseits die Lecher Seite, andererseits die Schröckner Seite und auch die Warter Seite ist jeweils zu einem Drittel an dieser Auenfeld Jet Verbindungsbahngesellschaft beteiligt. Das Besondere in technischer Hinsicht an dieser Verbindung ist die Kombination aus einer sogenannten Kombibahn, Weibermat. Das ist eine Mischung aus Sesseln und geschlossenen Gondeln, in dem Fall 8er Sesseln und 10er Gondeln. Die Bahn allein kostet etwa 10 Millionen Euro, inklusive Lawinensicherungen 12 Millionen Euro. Wir stellen einige Lawinenorgeln auf, die hoffentlich nicht sich selber sprengen, sondern die Lawinen. Der Pfarrer Müller hat sicher Pioniergeist gehabt, dass er zu der Zeit das gewagt hat, die Strecke, wie man die kennt, Lech-Wart mit Ski zu absolvieren. Er ist legendär. Er steht für Leidenschaft. Er ist die Wiege des alpinen Skilaufs. Der Arlberg. Eine Region mit Pioniergeist. Heute wie damals. Im Jahr 1894 machte sich der Warter Pfarrer Johann Müller als erster am Tannberg mit Skiern auf den Weg nach Lech. So entstand der Traum einer lawinensicheren und komfortablen Skiverbindung im Winter. 128 Jahre später entdeckt der Altmesner von Lech beim Aufräumen den verloren geglaubten Schutzpatronanhänger des alten Pfarrers Müller aus Wart. Sogleich macht er sich mit dem Anhänger des heiligen Bernhards auf den Weg nach Wart, um diesen zurückzubringen. Thank you.
Licht ist verbunden, was zusammengehört. Wenn ich jetzt so nachdenke, eigentlich schon oft auf Pfarrer Müller Spuren unterwegs gewesen und bin da bei Nacht und Nebel schon hin und her, also bei den unterschiedlichsten Witterungsverhältnissen. Ja, ja, mit der Bahn wäre es angenehmer gewesen, aber wenn man verliebt ist, dann bleibt man auch ein bisschen länger und dann ist man meistens dann unterwegs, wenn die Bahnen geschlossen haben. Ich freue mich schon, zum Beispiel gestern mit dem Ewald Strolz geredet, mit dem Vater von Hubert. Der freut sich schon, wenn er mit mir im Lech mal ein Bier trinken darf. Auf viele wunderschöne Tage in Zürslech und Watschröcken. In diesem Sinne Marschbruch und Seilriss. Der Winter 2013-14 verbindet. Skigebietsverbindung Lech-Zürs-Wartschröcken.